Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Lies of P. In der letzten Folge haben wir den geheimen Weg hier freigeschaltet, der gar nicht mal so einfach und gar nicht mal so schwer gleichermaßen zu finden war. Also er ist nicht super offensichtlich, aber wenn man ihn findet, dann spart man sich hier in der Kathedrale eine Menge Weg. Ich habe eine neue Waffe gefunden, ich habe den Mini-Boss besiegt, also ich bin super happy, muss ich wirklich sagen. Deswegen lasst mal kurz die neue Waffe, die ich gefunden habe, mal ausprobieren, weil die sah super spannend aus. Ich finde die echt megamäßig spannend. Was hatten die als Spezial? Okay. Okay. Ja, okay, Damage ist gerade noch nicht so hoch, aber liegt auch ein bisschen daran, weil ich die Waffe ja noch gar nicht aufgebaut habe. Ich finde sie aber super spannend, deswegen würde ich zumindest den Kopf gerne ein bisschen aufwerten. Ich habe ja auch ein paar Mondsteine noch. Die Drop Rate vom Mondstein ist ja auch verbessert worden mit dem letzten Update. Falls ihr das nicht mitbekommen hattet, also falls ihr jetzt am Mondsteine farmen seid, sind aufgewertet worden, also die Drop Chance. Ja. Ich finde die Waffe super spannend. Ich würde die ganz gerne mal im Kampf ausprobieren. Und zwar, wartet mal, den Griff. Da würde ich ganz gerne auf Technik. Aber kann ich nicht, weil da brauche ich eine Technikkurbel. Okay. Gut, das wird da nichts. Dann lasst uns kurz den Stufenaufstieg zelebrieren. Einen Punkt kann ich setzen. Ich würde dann von hier aus gesehen erstmal meine Max-Ladung weiter verbessern, weil ich plane ja vielleicht in Zukunft ein bisschen schwerer zu werden. Deswegen, ich habe immer noch keine Ahnung, was man hier am besten skillen sollte, und ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, weil bisher habe ich ja keine Probleme. Und ich möchte gerne so lange wie möglich den ersten Durchlauf blind spielen, würde ich nicht sagen, denn ich gucke ja schon ab und an mal in einen kleinen Guide rein, aber ich möchte zumindest bei der Skillung noch relativ open-minded bleiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Liegt so ein bisschen daran, dass ich sehr, sehr ungerne einfach gleich in so eine Best Practice verfallen würde. Aber sehr gut, dass ihr das noch nicht in den Kommentaren tut, also mich da ständig darauf hinweisen, irgendetwas anders zu spielen, sondern einfach, dass ihr sagt, hey, Yuga, mach erstmal so, wie du denkst. Blödsinn ist's ja trotzdem. So, wir nehmen mal die... Bist du eine Puppe oder bist du... Ich greife halt sehr schnell mit der Waffe an. Das ist so der Vorteil. Also sie macht natürlich weniger Damage, aber ich greife halt sehr schnell mit ihr an. Vorsicht, aufpassen. Ich kann immer noch in den Tod fallen, denn erst wenn die Klappe zu ist, kann ich hier hochfahren. Oh Leute, das war ja wirklich ein Weg hier lang. Also das hat mich wirklich an Sens Festung so ein wenig erinnert. Und schaut mal, kann man... War ich hier schon? Oh, hier war ich noch gar nicht. Warte kurz. Hier gibt es nämlich noch was Schönes. Nämlich, aha, ein Legionsstecker. Für die Herstellung von Legionswaffen wird ein Legionsstecker benötigt, der an der Venini-Handwerksmaschine hergestellt werden kann. Aha, seht ihr mal. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. So, zack. Fahren wir weiter nach oben. Was man hier nicht noch so alles findet in diesen Gängen. Gingangong. Ratatapong. Ja, ups. Ich glaube, hier muss ich runter. Ja. Genau, hier war besagter Raum mit bösem Gegner. Böser Gegner ist aber besiegt. Jetzt haben wir hier nämlich den nächsten Weg.
Und wieder eine Truhe. Ist ja heute hier ein wahres Truhenfinden. Radversorgungskiste. Aha, das kann den Laden von den Diener erweitern. Das ist ja interessant. Ah, hier ist das Telefon für den Rätsel. Für das Zimmer haben wir ja schon gefunden. Ah, nee. Das ist ein Knopf. Kein Rätseltelefon. Oh Gott, es geht runter. Runter, runter in die Tiefen der Kathedrale. Mal ein bisschen gucken nebenbei hier, ne? Ob man nicht nur irgendwo zwischendurch aussteigen kann. Okay, also erstmal gibt es hier einen Stargazer. Stargazer immer mitnehmen. Dann gibt es hier epochale Musik. Termit. Und das da hinten könnte auch safe die nächste Boss-Arena sein. Obwohl, da müssten wir hier irgendwo ja... Ja, ich habe gesehen, dass da eine Dame steht. Da müsste ja aber eigentlich irgendwo der Aktivator... nämlich für unser Helferlein sein, ist hier aber nicht. Was haben wir hier noch? Oh. Okay. Ganz schön viele Bücher hier. I'm surprised to see who's, well, alive. Oh, where are my manners? I'm Cecile, and I serve the Archbishop. I'm the only one left. Everyone's dead. From the petrification disease, or from the monsters. I didn't die. But my heart breaks more each day. Can you do me a kindness? Bring me the holy mark from the Archbishop's quarters. The Archbishop was a true saint. He was my savior. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. I can't die. But perhaps this can help me live again. Please, bring me the holy mark as quickly as you can. I can't die. Okay, sie will diese Marke haben. Keine Ahnung, was sie damit vorhat. Aber als guter Puppenkämpfer, der ich bin. Wow, sofort Verfall. Und hier komme ich nicht mal hoch. Oh, und Sprung. Ah, fuck, verfallen. So, schnell mal. Ja. Ganz kurz mal. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar bei Waffe montieren will ich mal diesen Kopf nehmen und als Griff will ich diesen Griff nehmen. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich habe die Rohrzange noch nie benutzt, aber ich finde das mega witzig. Oh Gott, jetzt ist das ja so eine mega Prügelwaffe geworden. Ich finde diese Waffenkombination halt, das ist ein nices Feature. Natürlich weiß ich nicht, wie viel Sinn das innerhalb der Meta macht. Oh Gott, jetzt kommt hier noch so ein... Ach du Scheiße. Na komm her hier, du Monster. Oh, was ist das hier? Okay, die Waffe macht überhaupt gar keinen Bock. Wartet mal. Also, ganz... Ist das an der Waffe oder woran liegt das? Mal kurz meinen... Ah ja, ja, ein typisches... Ach, da oben ist das fiese Vieh. Lass mal schnell hier hin. Weil hier kann es mich nicht treffen. Ah, die Waffe macht schon noch mehr Spaß. Die anderen hat es nicht so viel Spaß gemacht. Okay, wartet kurz. Okay, hier sind so Fallen auf dem Boden.
Boah, da tropft der Verfall von oben runter. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Ja, erstmal kurz warten, bis der platzt hier. Fabelkanalisator. Danke dafür. Also ich muss die Quartiere des Erzbischofs erreichen. Wo auch immer die hier verborgen sind. Ah ja, da hinten geht's zum Bosskampf. Sichelmondstein. Deshalb wurde die Kathedrale errichtet und in Erinnerung gerufen. Pilger, pilgert euch ein. Betet den barmherzigen Engel an. Ja, der Engel mit einem Flügel, Sephiroth. Naja, so ein bisschen dahin gebogen. Ist natürlich nicht Sephiroth. Wow, um einen Millimeter. So, wie kommen wir jetzt darüber? Hier drin ist natürlich übel der Verfall am Gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Verfall kostet mich Lebenskraft. Ja, da oben ist wieder so eine Feuerschale, mit der ich hier das Wasser entgiften kann. Ja, Verfall lässt nämlich auch meine Waffe schneller kaputt gehen, ne? Falls euch das aufgefallen ist. Mir fällt sowas natürlich auf. Von euch auch, weil ihr ja schlau seid. Ne, aber ihr merkt. Ach, hier gibt's noch eine. Ah, hier gibt's eine Treppe nach oben. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Säure, Schleifmittel und ordentlich Zeug. Nice. Ja, der Verfall, ne? Der ist halt echt ziemlich ätzend. Also Verfall immer safe ätzend. So. Ja, da oben, da ist erst die Feuerschale. Hier ist unser Sonnensystem. Mensch, für eine Religion ja ziemlich interessant, dass hier sogar irgendwie auf Wissenschaft gesetzt wird. Kann ich hier hochklettern? Nö. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen... Ah, guck mal, hier ist noch ein Fahrstuhl. Wo man hier nicht so alles hinfahren kann. Find the way out. Oh nein. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. Hallo? Oh. Oh, that's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. Sure, I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Preposterous. Everyone in Kraut has heard of me. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound, treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. Ja, die Venini-Werke, da wird das safe sterben. Hotel Krat? Oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Hotel Krat? Of course. A haven for all. And it's still safe and sound, you say. I have a lot of searching ahead of me, so
Why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Take it. Ist er der böse Wolf? Oh, Feuerschleif mit Langeschwert. Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. Töte stärkere Feinde, um seltenes Ergo zu erhalten. Der Schatzsucher Alidoro sammelt seltenes Ergo. Bei ihm kannst du Ergo gegen wertvolle Waffen oder Amulette eintauschen. Gut, dass ich ihn nicht in die Werke geschickt habe. Geil. Oha. Heiliges Schwert der Arche. Und Amulette. Ermöglicht Ausweichen selbst bei niedriger Ausdauer. Oh, das ist nicht schlecht. Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Auch nicht schlecht. Bei einem erfolgreichen perfekten Block wird vorübergehend der durch den Waffenangriff zugefügte Schaden erhöht. Oh, das ist ja alles ziemlich nice. Ja, da aber ich glaube, wartet mal, dazu brauche ich genau den Parademeister. Ja. Ja. Also es geht immer nur eins von beiden. Der Parademeister hat ein schönes, Schwertchen. Also, da muss ich mal gucken, was davon am meisten Sinn macht. Aber ich kann noch mit ihm quatschen. Die Sammlung. As a descendant of aristocrats, the very best families, I have a duty to the common people. I live my life fulfilling that duty. And part of that duty is ensuring these items are returned to their rightful owners. What I'm showing you is just a portion of the collection. If you come to the refuge, we'll be able to continue our confabulation. Until then, remember this hound when golden wings shine. Okay. Dankeschön. Er hat mir immerhin Schleifmittel gegeben. Er. Oh, einen wunderschönen Überblick über Grat und die Fabrik. Sehr schön von hier aus. Erinnert mich so ein bisschen auch an Solaire. Nice. Ja, jetzt haben wir hier seine Wenigkeit entdeckt. Aber von hier aus komme ich, wenn ich das so richtig sehe, wieder nirgendwo anders hin. Das heißt, ich muss wieder runterfahren und er wird wahrscheinlich dann zum Hotel weitergehen. Ja. Gut, dann ist er der NPC, wo ich Boss-Items kaufen kann. Sehr nice. Richtig gut. Ja, die Venini-Werke. Weiß nicht, wäre das ein Safe sein Tod gewesen? Auf jeden Fall ist da ja nicht zivilisiert. Also dann wäre er wahrscheinlich sauer gewesen, weil ich ihn reingelegt habe. Oder er ist wirklich der Wolf im Schafspelz. Naja, wahrscheinlich eher das Schaf im Wolfspelz. So. Ja, jetzt habe ich hier, wie gesagt... Ach, hier geht's nochmal. Guck mal, hier geht's nochmal eine Runde höher. Ach, das ist ja... Oh, Junge, schreck mich doch nicht so. Da muss ich doch direkt zuschlagen. Buntes Ergo-Fragment, dankeschön. Ach, hier kann man dann so runterspringen, wenn man es möchte. Ja, mal die Gegend checken hier. Oh Gott. Ah ja, Geminis Notfallschutz. Wie gesagt, ganz schön viele Bücher hier. Tagebuch des Erzbischofs. Heilige Marke des Erzbischofs. Und ein Safe, den ich einfach aufbreche, weil kein Bock. Verstärkungsrahmen der Werkstattgewerkschaft. Ja, dann habe ich das Quest-Item direkt gefunden, was ich suche. Mach hier noch den Tisch kaputt. Ah, ich kann die Bücher hier doch umrollen. Ja, das war das Büro des Erzbischofs. Aber der ist ja nicht hier anscheinend. Der Erzbischof, der macht sonst was. Ist nicht da. Ah, da ist die Feuerschale.
Oh, sehr gut. Und adiosso. Perfekt. Perfekt, perfekt. Genau, dann können wir dann hier auch hochkraxeln. Und da geht's auch direkt zurück zum Stargazer. Und hepp. Ja, perfekt. Dann kann ich das Quest-Item abgeben. Und wenn ich das nämlich alles richtig sehe, dahinter, hinten dem Tor. Das sich wahrscheinlich erst öffnet, wenn ich mit ihr gequatscht habe, geht's dann nämlich weiter. Dann würde ich sagen, ihr lieben Freunde meines Kanals, werde ich schnell mal meine Theorie überprüfen. Den Stargazer verwenden, zum Hotel Krat gehen. Und wenn ich richtig liege, dann werden wir da jetzt nämlich unser Füchschen, nee, Füchschen nicht, unser Wölfchen oder Hündchen wieder treffen und können dann bei ihm jedes Mal einfach Boss-Items kaufen. Oh, sie steht jetzt hier oben. Wieso steht sie hier oben? Ah ja, erstmal die, genau, die Kiste. Welcome to Hotel Pro. Genau. This is a supply box, officially approved. I shall open it. Ja, buntes Ergo-Fragment. Oh, ich kann jetzt Sichelmond, die Dunkelmondstein des Bundes kann ich kaufen. Ich kann versteckte Mondsteine kaufen und ich kann leuchtend roten Apfel kaufen. Okay, was kann ich mit dem Apfel anfangen? Das weiß ich noch nicht, werde ich noch herausfinden. So, was hast du? I'll use my power to help you. Okay, du kannst nichts Neues, außer mir natürlich dabei helfen, Dinge zu tun. So, Geppettos Zimmer. Aber Geppetto, ich muss noch meinen Quarz einsetzen. Habe ich, aber erst will ich meine Suche fortsetzen. Ich mag, dass sie hier auch die Idee der Hubs übernommen haben. Also wie wir das schon auch aus den anderen Spielen kennen. Die Katze soll noch wichtig werden, habt ihr mir später geschrieben. Habt ihr mir geschrieben, aber später erst wichtig werden. Irgendwie ist er doch noch nicht hier. Oder er muss erst hier ankommen, wenn ich das Gebiet progresse. Naja, wir werden sehen. Ich mache jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Lies of P. Ich wollte gerade Elden Ring sagen. Und dann machen wir weiter. Gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.